Ja, hallo. Hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Diesmal ein PC-Spiel, ein Browser-Spiel. Und da ja Cat Day ist, ist es natürlich ein Katzenspiel. Das habe ich hier noch nicht gezeigt. Ich kenne es schon seit ein paar Monaten, habe es auch mal gespielt, aber nicht aufgenommen. Es heißt Cat Mario. Ja, den Link habe ich euch in den Kommentar noch da reingetan. In die Videobeschreibung reingetan. Ihr könnt es direkt dann anklicken und dann auch spielen, wenn ihr wollt. So, ja, es ist halt quasi so ähnlich wie Mario, wie Super Mario, eben nur mit einer Katze. Und es ist wohl sehr schwer, aber ich guck's mir einfach mal an und berichte meine Eindrücke. Okay, mal gucken. Also die Musik erinnert schon mal auf jeden Fall an Mario. So. Es ist die Frage, wie das jetzt hier genau geht. Wie man das startet, weil es ist jetzt... Hallo? Geht das jetzt nicht? Hä? Ja. Ja, hallo. Ach so. Okay, also hier muss man mit der Maus draufklicken, alles klar. Ah. Verschiedene Level, in Ordnung. Aha. Ah, okay. Boah, das ist ein bisschen laut. Ich mache die Musik ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch so laut hört. Boah. Moment. Okay, ich hoffe, das geht jetzt. So, ich wusste jetzt nicht, dass die so laut ist. Alles klar. Also man steuert jetzt mit den Pfeiltasten. Oh, warte. Und hoch. Also eine Springtaste gibt es jetzt hier so nicht. Aha. Oh, das ist ein Gegner. Ahahaha, alles klar, verstehe. Es ist also nicht so leicht. Und man kann nicht erwarten, dass da auch was Positives rauskommt, wenn man da gegenspringt. Ah! Oh. Na, ah, und schon hat mich erwischt. Und die Zacken sind wahrscheinlich auch tödlich. Ja, schon klar. Gut. Aber die kann man ja hier. Man kann drauf springen, das ist schon mal gut. Okay, da gibt's was. Ah, okay, das geht auch. Ah! Nicht doch. Komm, ey. Doing. Also Punkte gibt's jetzt hier so nicht. Das sind keine Zacken, okay. Das heißt, ich kann hier einfach drüber. Huch, nanu. Oh, geht anscheinend nicht. Da kann ich rein, ja gut. Oh nee, ne? Was? Ah, super. So ein Spiel ist das. Verstehe. Aber es gibt doch hier Rücksetzpunkte, oder? Oder nicht? Ah. Jetzt sag ich, geht auch kaputt. Ah, Mann. Okay, das mit dem Springen, das geht. Ich kann sehr weit springen. Da soll ich nicht rein, die Röhre ist okay. Nein! Oh, was ist das? Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Pilz auch tödlich ist hier. Oh Mann, ey. Ah, das ist ja der Gegner, stimmt ja. Und das ist auch ein Gegner. Ah. Ich habe schon minus 2 Leben. Also sind es doch unendlich Leben. Quasi. Naja. Man muss sich das wirklich alles merken. Man muss sich den Level auswendig merken, das ist klar. Ansonsten kann man das hier vergessen. Kommst du nicht weiter. Der Pilz ist wahrscheinlich tödlich. Stimmt ja, da war ja was. Oh.
auswendig merken. Ganz toll. Das ist jetzt... Nein. Oh. Also die Steuerung klappt gut. Da kann man jetzt nichts sagen. Ich scheitere nicht wegen der... Ah, stimmt, habe ich vergessen. Also wegen der Steuerung, die nicht so ganz funktioniert, scheitere ich nicht. Ich scheitere, weil ich etwas nicht beachte, was man eigentlich hätte wissen müssen, beziehungsweise beim ersten Versuch noch gar nicht wissen kann. Also es ist nicht sehr fair, das Spiel. Aber man kann es natürlich, man kann es schaffen, ja. Das ist jetzt so ein Spiel, das ist eigentlich nichts für mich. Weil so Frustresistenz oder hier so Frust und... Das ist jetzt gar nicht so mein Ding, ne? Dass ich da jetzt wirklich so... Ich rege mich ja doch recht schnell auf. Nur bei dem Spiel wusste ich schon ungefähr, was mich erwartet. Daher bin ich jetzt noch relativ ruhig. Na, ich springe mal nicht. Ah, komm schon! Ah, nee. Es ist eben nicht Mario. Es ist Cat Mario. Ich weiß jetzt nicht, was die Hintergrundgeschichte ist hier von diesem Cat Mario. Ob der auch so eine Prinzessin retten will oder so, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Kann gut sein. Nee, ich lass den Pilz mal lieber, der ist nämlich wahrscheinlich tödlich. Und hier ist... So. Kannst du nämlich vergessen, ja. So. Ah, da ist er auch! Jeder Millimeter könnte tödlich sein, das kann nicht wahr sein. Boah, ich will mal jetzt zum Checkpoint kommen. Weil die sind da. Da sind Checkpoints, das weiß ich. Also beim letzten Versuch, das ist schon ein paar Monate her, den habe ich nicht aufgenommen, weil ich damals noch nicht wusste, wie. Da kam ich zum zweiten Level, glaube ich. Man kann die ja anwählen, aber natürlich nicht sofort alle, sondern wenn man einen geschafft hat, dann kann man den nächsten anwählen und immer so weiter. Und ich habe schon ein paar Videos gesehen von YouTubern, die das bis zum letzten Level geschafft haben. Und da muss ich echt alle Hüte ziehen, weil das ist echt hammermäßig schwer. Wenn man jetzt hier schon sieht im ersten Level, was man da machen muss, hier um einfach weiterzukommen. Wahnsinn. Und diese Fallen und Tricks, ne? Unglaublich. Ah, nee, oh, warte. Nee. Den lasse ich mal lieber links liegen. So, ja, komm du mal. Kannst du noch so lächeln. Ah, schon wieder! Ah, das kann nicht wahr sein. Ja, das ist nicht so ein kleines, nettes Cat-A-Day-Spiel, ne? Wo man mal eben so irgendwas zeigt, ein paar Minuten und dann, ja, tschüss, schönen Tag noch, sagt, ne? Das ist ein Spiel, da ist wirklich, boah, das verlangt einiges ab. Und ich will euch auch ein bisschen was zeigen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den ersten Level überhaupt schaffe, während des Videos. Ich würde sogar fast sagen, nein. Ah, das gibt's nicht. Oder mache ich das vielleicht anders? Oder vielleicht mache ich das auch anders. Vielleicht gehe ich unten rum das nächste Mal. Ja, genau. Beim nächsten Mal gehe ich unten rum. Mann, ey. Ja, hier. Kann nicht wahr sein. Okay, also so ein bisschen kenne ich den Level jetzt. Ah, ich sollte da nicht gegenspringen, ne? Ich gehe unten rum, okay. Dann kommt nämlich der Geist. Und der Geist ist... Da ist der Checkpoint, sehr gut. Ja, Checkpoint, na also. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich dagegen jumpe. Aha, es gibt was. Nein!
Das gibt's nicht. Oh, Mann. Aber den Checkpoint habe ich. Der ist drin. Dann bleibe ich hier oben. Nee. Also das ist jedenfalls der Plan. Also wenn das jetzt die Hälfte ist vom Level. Wenn der Checkpoint jetzt bei der Hälfte des Levels kommt. Was ja meistens so ist bei meinem Mario-Teil. Nicht immer. Dann würde ich sagen, kann ich den ersten Level durchaus schaffen. Weil der ja jetzt so von der Länge machbar scheint. Oh! Nee, ne? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Okay. Okay. Aber ich habe die Münze gekriegt, immerhin. Oh, das ist echt großes Kino hier. Mal gucken, fällt der jetzt rein? Fällt der rein? Jo, er fällt rein. Oh, Mann, ey. Nicht zu fassen. Ah, ich darf hier nicht runter. Klar. Was? Da ist auch eine... Nee, ne? Ah. Ah. Hallo. Und tschüss. Oh, das gibt's nicht. Das ist wahrscheinlich das Video, in dem ich am häufigsten sterbe. Virtuell. Das ist schwer zu toppen. In der kurzen Zeit. Obwohl, so kurze Zeit jetzt auch nicht mehr mittlerweile. Alter. So, wenn ich jetzt hier schon... Dann gehe ich mal hier rauf. Und springe von da. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass hier auch wieder sowas ist, hier unten, ne? Dass man dann nicht... Ach, du Kacke! Das ist eine böse Wolke. Ja, was ist hier los? Eine böse Wolke, saurer Regen oder was? Das war ganz saurer Regen, du. Alter. Oh Mann. Da muss man auch drauf achten. Tatsächlich, die Wolke ist böse. Alles klar. Ah! Wie? Gleich 4 von denen. Schön. Aber gut, dass man hier wirklich weit springen kann. Das ist echt Hammer. Das kann nämlich der richtige Mario nicht. Aber Cat Mario. Ja, der kann das. Ich gehe jetzt hier absichtlich nicht runter, weil ich mir schon vorstellen kann, dass hier wieder so ein Trick ist. Dass man da nicht mehr hochkommt. Und hier darf man auch nicht zu schnell vorwärts gehen, weil dann diese scheiß Gegner hier ankommen. Ja, kommt doch! Na kommt! So, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich da... Genau! So, jetzt ist... Ist das jetzt schon hier? Kommt das Fähnchen jetzt? Kommt das jetzt? Kommt das? Dann ist da wahrscheinlich auch wieder so ein Trick, ne? Ich wusste es! Ich wusste es! Oh, Leute! Das ist echt... Wo bin ich? Wo bin ich und wenn ja, wie viele? Kann man hier rein? Nee. Aber wenn, wäre es wahrscheinlich auch wieder eine Falle. So, hihihahaha. Da bin ich nicht reingefallen, da bin ich nicht reingefallen. Und diese Viecher kommen jetzt, so, und dann springe ich da. Ich könnte hier auch platt machen. Theoretisch, ja, aber es gibt ja keine Punkte, also von daher. So, wie war das jetzt mit diesem komischen gelben Teil?
Ne? Kommt das? Ducken kann ich mich nicht. Was? Was? Ernsthaft? Ernsthaft? Also ich kann jetzt nicht ganz normal an die Flagge ranspringen, sondern muss es irgendwie anders machen. Aha, verstehe. Nicht einmal das kann man hier. Man muss hier völlig umdenken. Das ist total anders als die Mario-Spiele. Grafisch mag es ähnlich sein, aber es ist vom Spielerischen her völlig anders. Alles kann tödlich sein. Was heißt kann, ist es auch. Die Frage ist nur, wie tödlich. Ich muss jetzt erstmal diesen Trigger hier auslösen und dieses gelbe Ding da, was Plattform oder was auch immer das sein sollte, auslösen. Aber wie? Ja, wie mache ich denn das? Dass er mich nicht trifft. Ja, Hey. Ich brauche hier ein bisschen Anlauf. Ah, nein! Ich muss oben drüber kommen. Ich muss oben über die Flagge drüber. Und dann von der anderen Seite da rein. Das ist die Lösung. Das muss es sein. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte. Oh, ich hab mich eingeschlossen. Tschö. Ja, komm. Das kann nicht. Also den ersten Level möchte ich jetzt aber schon schaffen. Da packt mich jetzt doch der Ehrgeiz. Ist ja nicht nur, weil Cat Day ist, ne? Ich würde einfach mal was zeigen. Hier irgendwie so halbfertige Spiele, wo ich noch ein paar Minuten irgendwie dann was mache oder versuche und dann irgendwie aufgebe. Das ist ja auch langweilig, das will auch keiner sehen. Na eben. Nee, da kommt nix. Okay, es war vom Prinzip her schon mal gut. Ich habe das Ding ausgelöst. Ich bin nur drauf gesprungen. Also es ist auch keine Plattform. Es ist gänzlich tödlich. Okay, das muss man ja erstmal wissen. So, ja, nicht, dass die Wolke hier wieder böse wird. Nicht zu fassen, böse Wolken gibt's nicht. Ah nein, da war ich zu weit. Oh, Leute, Cat Mario. Also Leute, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spiel ist für euch, ne? Es ist sehr, sehr schwer. Aber trotzdem ist es machbar. Wenn man ungefähr weiß, wenn man den Level kennt, dann kann man es schaffen. Ich ziehe jetzt ein Fazit. Ja, jetzt schon, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich noch lange hier aushalte, bevor ich verzweifle. Nein, der sollte gar nicht da lang. Ah, scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Scheiß die Wand an. Die Sau. Das gibt's nicht. Schon 36 Leben hier verbraucht. Nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Bei den normalen Mario, da sieht die Bilanz ganz anders aus. Viel besser. Eieieiei. Na kommt doch mal, ihr Blöden. Kommt. Oh, sie kommen ja wirklich. So, mal gucken. So, jetzt. Oh, jetzt kann ich schaffen. Jetzt kann ich es schaffen. Ja, jetzt. Pass auf. Nee. Wie? Hä? Ach so.
Jetzt kommt er nicht mehr, der Geist, oder was immer das war. Ah, jetzt kann ich den zweiten Level anwählen. Okay, ich gucke da mal eben kurz rein. Aber nur kurz. Okay, ich könnte jetzt also weiterspielen, theoretisch. Au! Ja. Ah ja. Verstehe. Das gibt's doch nicht. Oh, Leute. Okay, ich muss also hier lang. Oh, der tödliche Pilz. Oh oh. Nee, ne? Jetzt kann ich hier nicht rein. Weil dieser dämliche... Ach, das hat auch schon gereicht, die Berührung. Das hat schon gereicht. Verstehe. Also ich darf nicht... Nein! Das ist jetzt aber keine gute Kollisionsabfrage. Da ist auch ein... Ist denn hier überall irgendwas, was ausgelöst wird? Verdammt. Ja, jetzt. Es ist aber auch schwierig. Es ist viel zu fast. Was? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ah! Nein! Oh, ich werd bekloppt. Das gibt's nicht. Ja, sicher. Ist klar. Oh, nee, komm. Ich ziehe jetzt das Fazit. Und das Fazit lautet, es ist ein witziges Katzenspiel, obwohl es ist eigentlich nicht so wirklich ein Katzenspiel. Es ist eigentlich Mario mit einer Katze in Hammer schwer. Ja, was soll man da sagen, ne? Das ist... Wenn euch bisherigen Mario-Teile zu leicht sind und ihr es gerne frustrierend haben wollt, ne? Unfair, frustrierend, mega schwer... Mega schwer, aber schaffbar. Die Steuerung ist total simpel. Man kann nicht schießen, man kann nur springen. Und das geht mit den Pfeiltasten am PC. Und ja, es klappt ganz gut. Doch. Also die Steuerung funktioniert sehr gut. Daran scheitert man nicht. Nur eben, weil man zu sehr an Mario denkt und immer der Meinung ist, es müsste fair zugehen. Aber bei dem Spiel ist das nicht so. Also wenn das für euch kein Problem ist, dann versucht es einfach mal. Den Link habe ich in die Videobeschreibung reingetan. Also. Okay, beim nächsten Cater Day werde ich wohl zwangsläufig ein leichteres Spiel vorstellen. Also. Und halt morgen gibt es dann wieder was, ein Video, das nichts mit Katzen zu tun hat. Okay, also bis dahin. Tschüss.